Herr B., Sie sind Aussteiger bei der AfD und beobachten seit einiger Zeit die immer wiederkehrenden Hetzkampagnen Ihrer ehemaligen Partei. Was können Sie uns zum Thema »Oma ist eine Umweltsau« sagen, zum Beispiel über die Vorgehensweise der Rechten und ihrer Wirkung? Das Interessante an der ganzen Geschichte ist genau hier an diesem Beispiel von diesem WDR-Song, der so harmlos ist, können wir sehen einfach, wie die Rechten eigentlich in Wirklichkeit operieren, wie das bei ihnen funktioniert, wie sich so eine Sache, die eigentlich vollkommen wurscht ist, hochspielen zu etwa zu einem Skandal, zu einer Ungerechtigkeit, wie sie sich zum Opfer machen daran, ja. Und das Ganze, da können wir so richtig sehen, das Ganze fängt damit an, dass zuerst die ganzen kleinen Rechten, diese ganz, ganz kleinen Rechten auf Twitter loslegen und sagen, oh, ich bin empört, das gibt es doch nicht, ja. Und dann kommen die etwas größeren Rechten und sehen das und sagen, oh ja, das retweeten sie, blasen es noch mehr auf. Und so wird es immer mehr und weiter aufgeblasen, bis es irgendwann zu den ganz Mächtigen hochkommt. Kellner und Sellner. Und die veröffentlichen dann Videos darüber, ja. Der Sellner hat so schnell ein Video veröffentlicht, er konnte es gar nicht erwarten, da reinzubäschen, in diese Kerbe zu schlagen, zu sagen, ja, steht auf, ihr besorgten Bürger, und lassen wir uns das nicht gefallen. Ja, er hat sich so sehr beeilt, ein Live darüber zu machen, wie sich die Rechten darauf gestürzt haben. Und die Debatte von einer Umweltkatastrophe, die uns bevorsteht, dorthin zu lenken, dass sie die Guten sind, die sich um die Oma mal kümmern und wir alle anderen Arschlöcher sind. Sind die Rechten jetzt nicht eigentlich die totalen Spießer und instrumentalisieren das, was sie sonst kritisieren, beispielsweise die politische Korrektheit? Eben, wie sie sich auf einmal für Political Correctness interessieren. Oder wie sie jetzt auf einmal dagegen sind, dass Kinder instrumentalisiert werden, ja. Das gibt es doch nicht, ja. Und jetzt haben sie so richtig eine Methode gefunden, so wie jetzt auf einmal so, bitte instrumentalisiert keine Kinder da und was soll das? Und da haben sie auch gleich die Chance gebittert, dass sie auch den die Fridays for Future Demonstranten total durch den Dreck ziehen, wo sie zum Beispiel dieses Foto genommen haben, wo einfach Fridays for Future halt Jugendliche da herumspazieren, und haben das geändert in Oma, du alte Umweltsau, mach dich vom Acker, bevor ich dich verhau. So. Das Lustige an dieser ganzen Geschichte für mich ist, dass die Rechten jetzt in Wirklichkeit diejenigen sind, die Political Correctness fordern. Du kannst doch eine Oma nicht Umweltsau nennen. Was ist los mit dir, ja? Seltsamerweise sind das die gleichen Leute, die Kinder, die bei Fridays for Future protestieren, Gören genannt haben, die Greta behindert genannt haben, ja, diese Kinder beschimpft haben die ganze Zeit. Das sind die gleichen Leute. Jetzt auf einmal nur sind sie politisch korrekt. Wehe dir, ja? Wehe dir, du nennst deine fiktive Oma, die gar nicht existiert, in irgendeinem dummen Lied, in einem Kinderlied, Umweltsau. Da hört sich der Spaß für sie auf. Es ist okay für sie, alle Minderheiten zu beleidigen. Es ist okay für sie, Neger zu sagen. Es ist okay für sie, Kanake zu sagen. Für sie ist alles okay. Aber wehe, du sagst zu einer fiktiven Oma, Umweltsau. Da hört sich die Meinungsfreiheit auf. Ja, was soll das? Ja. Das ist sehr interessant. Dann gehen sie sogar noch weiter und versuchen natürlich, was sie immer tun, zu zeigen, dass die Linken heute die Rechten sind. Tatsächlich erleben wir gerade, wie es zu 33 kommen konnte. Indoktrination durch die Staatsmedien und sogenannte Bildungseinrichtungen. Weil für sie sind Staatsmedien natürlich öffentlich-rechtliche, das ist für sie links, obwohl das keinen Sinn ergibt. Aber hey, es gibt einen Sinn, weil sie wollen die GEZ loswerden. Ja. Sie wollen die GEZ loswerden, und da ist es nicht schlecht, wenn man einfach sagt, dass das zu den Linken gehört. Weil dann gibt es doppelten Sinn, warum man das alles abstreiten kann und warum man das alles irgendwie so wegtun kann, ja. Und da gibt es eben solche Leute, die dann sagen, ich habe gerade eure Indoktrination von Kindern mit dem Gesang gegen die Omas gehört. Das ist widerlicher, als es Hitler und die DDR tat. Hier siehst du, wie Hitler und die DDR gleichgesetzt wird, wie Faschismus und Kommunismus gleichgesetzt werden.
Das ist einfach dieser alte Trick, den Sie die ganze Zeit anwenden, um das gleichzusetzen. Ja. Wie schätzen Sie die ganze Sache ein? Wird hier nicht auch von den rechten Medien, inklusive der Bild-Zeitung, aus einer Mücke ein Elefant gemacht? Der Punkt ist, man sieht sofort, das ist überhaupt kein Thema. Diese ganze Geschichte, das ist überhaupt kein Thema. Das ist gar nichts. Es haben einfach Kinder irgendein Lied einstudiert und mein Gott, derjenige, der dieses Lied geschrieben hat, wollte was Positives tun und wieso, wenn man Gutes tun will, kommt was Schlechtes dabei raus. Aber das Interessante daran ist eben, die Rechten instrumentalisieren alles. Es ist ihnen vollkommen egal, was es ist, wie sinnvoll es ist, wie klein es ist, wie unwichtig es ist, wie daneben es ist oder nicht daneben es ist. Sie instrumentalisieren es. Wenn es sein muss, werden Sie hier in diesem Fall Oma-Verteidiger. Wenn nichts anderes, sind Sie Oma-Verteidiger. Hauptsache, es nützt Ihnen, ja. Was halten Sie von der Reaktion des Senders? Hat der nicht einen großen Fehler begangen? Genau, was sind die Folgen von dieser ganzen Geschichte? Das ist vielleicht auch interessant zu sagen. Die Folgen dieser ganzen Geschichte ist, nach dieser organisierten rechten Hetzjagd, wie soll es anders sein, hat der WDR den Schwanz eingezogen und hat das Video gelöscht. Ja. Und es hat sich sogar der Chef gemeldet und hat gesagt, ich sitze gerade bei meinem 92-jährigen Vater im Krankenhaus, er ist krank, ich sitze bei ihm. Und ich muss sagen, ich distanziere mich vor diesem ganzen Video und mein Vater ist sicher keine Umweltsau, er hat sein ganzes Leben lang schwer gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, was ganzes Leben lang schwer arbeiten und Umweltsau miteinander zu tun hat. Aber halt, er sagt alles, was notwendig ist, ja. Und die haben das Ganze gelöscht, die haben das Ganze runtergenommen, sie haben sich total einschüchtern lassen. Und wenn man sich das dann so anschaut, dann fragt man sich schon, Herr, diese Rechten, ja, die stehen doch da und sagen, die Linken legen uns eine Meinungsdiktatur auf. Ja, sie dürfen nicht sagen, was war das? Da war doch eine Umfrage. Was, 40% oder wie viel sagen einfach, es herrscht keine Meinungsfreiheit in Deutschland. Sie dürfen nicht sagen, weil die Linken ihnen verbieten, das zu sagen, was sie wollen. Weil die Linken ihnen im Weg stehen, dass sie sich frei ausdrücken und ihre Meinung. Sie trauen sich ihre Meinung nicht sagen, ja. Aber dabei sind doch diejenigen, die eine Hetzjagd organisieren, wenn jemand seine Meinung statet, um diese Meinung runterzunehmen. Sie sind diejenigen, die das für sich instrumentalisieren, sie sind diejenigen, die Meinungsfreiheit wegnehmen, ja. Aber hey, wenn es darauf ankommt, inszenieren sie sich mal als Opfer, mal als Opfer, mal als Opfer, mal als Opfer, immer von einer anderen Richtung, ja. Das ist halt dieses Ding, deswegen finde ich das alles so interessant, wie man das hier an diesem Beispiel gut sehen kann, ja. Auf jeden Fall kann man sagen, zusammenfassend, die Rechten haben gewonnen, die Kinder, die da bei diesem Ding mitgemacht haben, keine Ahnung, wie es ihnen geht bei dieser ganzen Sache, über die redet niemand. Oh, diese Kinder sind eigentlich wurscht, jeder instrumentalisiert sie. Ich meine, gegen die Instrumentalisierung dieser Kinder zu sein und sie dann für rechte Zwecke zu instrumentalisieren, ist eigentlich auch nicht besser. Letzte Frage, was wurde bezweckt? Jetzt nach all dem können sich die ganzen Rechten und diese ganzen aus der Mitte darüber freuen, dass sie die Familienehre aller Deutschen gerettet haben und dass sie alle deutschen Omas gerettet haben, ja, und dass sie den Sittenverfall aufgehalten haben. Weil so sehen sie sich als Helden, ja, weil sie haben es geschafft, irgendwie diesen Leuten einen Maulkorb zu verpassen und die haben den Schwanz eingezogen. Danke für Ihre Ausführungen.